Einen schönen guten Tag aus Frankfurt von der Helaba. Mein Name ist Thomas Kors. Ich bin zuständig für das Financial Institutions Geschäft. Das beinhaltet Banken. Bei mir ist heute Dr. Susanne Knips, unsere Senior Credit Analystin für Banken. Und in dieser Funktion hat sie gerade eine größere Studie veröffentlicht zum Thema europäische Großbanken und möchte uns ein paar Details dazu sagen. Also, na dann Susanne, erzähl uns mal, was sind denn die Highlights über das vergangene Jahr für die Banken in Europa? Ja, den Banken geht es unheimlich gut momentan. Nach den regulatorischen Reformen der letzten Jahre sind die Bilanzen wirklich aufgeräumt und sehr solide. Und jetzt kommen auch noch hohe Gewinne hinzu. Und woher kommt das? Woher kommen die hohen Gewinne? Das ist natürlich vor allem das geänderte Zinsumfeld. Bei den gestiegenen Zinsen können die Banken wieder mehr Margen vereinnahmen. Das heißt, das Bankgeschäft läuft wieder normal. Weil die Banken die Zinsen nicht alle weitergeben, oder? Sie geben natürlich einen Teil an die Kunden weiter und auch immer mehr. Und das ist auch ein Grund dafür, warum wir aktuell eine Plateaubildung sehen bei diesen gestiegenen Zinsüberschüssen. Aber auf der Kreditseite gibt es noch Spielraum für weitere Margenausweitung. Okay, also höhere Zinsen sind per se schon mal gut für die Bankenbilanzen. Aber da gibt es ja auch Risiken, oder? Haben sich da neue Belastungen ergeben im Vergleich zu den Vorjahren? Naja, die gute Nachricht ist, dass die Problemkreditquoten bisher sehr stabil blieben und zwar sehr niedrig. Es kann, also wir gehen davon aus, dass sie etwas ansteigen werden, einfach weil auch hier natürlich die höheren Zinsen belasten. Aber sie kommen von sehr, sehr niedrigem Niveau. Und ich denke, das sind auch Risiken, die gut managebar bleiben. Und die Kapitalquoten können Sie auch entsprechend aufbauen, oder? Naja, das kommt jetzt natürlich noch hinzu. Die Banken haben heute rund doppelt so hohe regulatorische Eigenkapitalquoten wie vor der Finanzmarktkrise. Das ist genau, was ich anfangs meinte, dass die Bilanzen sehr gut aussehen und sehr stabil. Also eigentlich ein hervorragender Startblock für das aktuelle Jahr. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Risiken, auf die du hinweisen möchtest? Es gibt natürlich einige Risiken. Wir haben das auch alles erläutert in der Studie. Auf ein Risiko möchte ich hier hinweisen. Das sind Cyberrisiken. Die sehe ich schon zunehmen, nicht nur bei Banken, bei Wirtschaftseinheiten insgesamt. Die gute Nachricht ist, Banken sind ja letztlich IT-Unternehmen und haben ein hohes Know-how. Ich denke, auch dieses Risiko können sie gut managen. Das heißt, der Ausblick für 2024 ist deiner Ansicht nach wie? Stabil, auf jeden Fall. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Susanne. Lesen Sie die Studie, da finden Sie alle Details zu dem, was wir Ihnen gerade in ein paar kurzen Stichpunkten beigelegt haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und alles Gute aus Frankfurt.